So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin eigentlich gerade dabei, mir eine Halbzeitpizza Cheesemix im Ofen zu machen, möchte aber jetzt schon mal den Anfang drehen für die zweite Halbzeit Pizza Spicy Pepperoni. Jetzt muss ich erstmal gucken, wovon redet der? Mittwoch im Netto habe ich eine Pizza gefunden, habe ich vorher noch nie gesehen, muss wohl gerade in der Werbung sein. Das ist dieser Karton. Halbzeitpizza, Fußballstadion, Fußballatmosphäre, gelbe Schrift, weil das war der Cheesy Mix. Und es gab eine zweite Sorte, die ich dann am Donnerstag, was bei euch jetzt heute hier sein müsste, einmal Mittwoch, einmal Donnerstag hochlade, dass wir beide Sorten Halbzeitpizza mal probiert haben. Neben dem gelben Karton gibt es also hier diesen roten Karton. Sieht auf jeden Fall schon gefährlicher aus. Hier die rote Schrift, da steht Spicy Pepperoni. Ihr habt hier richtig große, fette Pepperoni-Scheiben drauf. Hier ist auch viel Tomate mit drauf. Da ist aber auch wieder was Grünes. Und am Rand steht natürlich auch Halbzeitpizza Spicy Pepperoni. Wenn ich es rumdrehe, die Halbzeitstärkung zum fairen Teilen. Lass dich vom geballten Geschmack überzeugen. Geh gestärkt in die nächste Halbzeit. Doch Vorsicht, die Verführung ist groß. Denn der knusprig dünne, auf heißem Stein gebackene Boden, getoppt mit einer leichten Creme Fraiche Soße, wie bei der anderen also auch, scharfer Pepperoni-Salami, das ist neu, mit würzigen Jalapenos, grünem Pesto, das sind die Häufchen, marinierten gegrillten Paprikas und einem Zusammenspiel verschiedener leckerer Käsesorten lässt sich schnell zum Einzelkämpfer werden. Pizza mit marinierter gegrillter Paprika, scharfer Pepperoni-Salami mit Jalapenos und Mozzarella. Das klingt auf jeden Fall richtig genial. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich die Käse noch nicht probiert, weil die im Ofen ist. Ich kann mir vorstellen, Käse ist halt Käse, musst du mögen. Da gibt es gute, schlechte. Hier Spicy Pepperoni, die wird wahrscheinlich auch nicht scharf sein. Die wird wahrscheinlich wieder mega fettig sein, dass alles runtertropft. Aber mein Favorit ist in so einem Fall natürlich von Haus aus eine Halbzeitpizza Spicy Pepperoni. Weil Spicy ist einfach Muss. Spicy ist Muss. Es muss immer scharf sein. Es ist meistens nicht scharf, aber würzig reicht auch. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Ist jetzt auch nicht gefroren. Wir müssen jetzt hier mal aus dem Beutel rausfischen. Versuch sie mal leicht anzuheben. Guckt die euch an. Das ist jetzt die Spicy Pepperoni Pizza mit ganz viel gegrillten Paprikastückchen. Guckt ihr euch mal so rum an. Sieht das gut aus. Auch viel Käsesorten drauf. Artischatz ist auch drauf. Die Pesto-Häufchen sind am Start. So, wenn die andere fertig ist, wird die andere gegessen, dann kommen die rein und das seht ihr hier, was die macht. Ich bin gespannt. Mal gucken, wenn die fertig ist. Adi. Hua! So, die Pizza ist jetzt fertig. Mittlerweile hat es auch an der Tür geklingelt. Jetzt ist alles geklärt. Jetzt muss ich nicht immer so auf die Uhr schauen im Hinterkopf und denken, gleich klingelt es und reißt dich wieder komplett raus. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann man entspannt rangehen. Das ist die Pizza. Guckt die euch an. So sieht die jetzt aus. Ist auf jeden Fall sehr rot. Rot durch die Pepperoni-Wurst. Rot durch die Tomaten, Paprika. Ihr seht dazwischen grüne Nuancen. Genau, wir nennen es einfach Nuancen, die halt von dem Pesto, von dem Pesto-Häufchen sind. Es riecht auf jeden Fall sehr orientalisch. Es riecht kräuterlich. Es riecht scharf. Es riecht käsig. Es riecht alles durcheinander, mega interessanter Geruch. Für Thumbnail halt man natürlich das jetzt auch wieder hier rein. Wie sieht man den Karton am besten so? Das ist fürs Thumbnail. Euch können wir es hier so rum jetzt auch noch mal zeigen, wie die jetzt aussieht mit den ganzen fettigen Pepperoni-Scheiben drauf, mit dem grünen Häufle dazwischen. Und jetzt müssen wir es noch schneiden. So, wir schneiden jetzt wieder vier Stückchen. Marine kam nämlich gerade von der Schule. Das Schafe wäre wahrscheinlich sowieso nichts für sie. Ich habe jetzt von der Käse was abgegeben. Sie hat gesagt, ja, schmeckt ganz gut. Aber nach einem Stück war sie satt. Ein Stück habe ich Pupsi hingestellt. Die schläft nämlich gerade. Und
Heute ist ihr letzter Tag in Freiheit. Dann geht's wieder los. Dann ist das Babyjahr auch um. Und ja, das heißt, Jonas ist mir schutzlos ausgeliefert. Der kann dann gar nichts mehr machen. Ist das heiß? Wirkt jetzt gerade nicht sonderlich heiß, es ist so mega ölig einfach, das ganze Mund ist schon verschmiert. Jetzt haben wir hier auch wieder schöne Bäckerei, große Stückchen, die ihr dann nehmen könnt, die ihr verteilen könnt. Ich werde mal kurz eins los oder zwei, dass Pupsi auf ihrem Teller noch eins hat. Wir kommen gleich wieder. So, schon habe ich nur noch drei Stückchen hier drauf und was mir jetzt auffällt, wo sind denn die Jalapenos? Ich dachte, Jalapenos sind auf jeden Fall immer diese grünen Scheiben. Ja, es gibt vielleicht auch rote Jalapenos, aber für mich, ich sehe eigentlich nur gegrillte Paprika. Für mich sieht das alles aus wie Paprika. Ich kann hier nichts Jalapeno-artiges erkennen. Wenn ich hier einen großen Flatschen habe, der ein bisschen fester aussieht, sind auch Grillstreifen drauf. Also müsste das ja gegrillte Paprika sein, aber nichts mit Jalapeno. Peperoni-Salami mit Jalapenos, mit gegrillten, also fehlen die? Oder ist das so klein gehäckselt und in den Teig mit reingearbeitet? Glaube ich eigentlich auch nicht. Wir probieren jetzt mal hier vorne das Pesto-Eckchen, wo noch keine Peperoni-Salami ist. Mega ölig, schmierig, aber irgendwie besonders. Ich habe mal in der Schweiz, habe ich mal beim James Spaghetti mit Pesto gegessen, das erste Mal in meinem Leben. Mit dieser Pampe dran, ganz wenig dran hat er gemacht. Das war so brutal, so präsent vom Geschmack her, das kannte ich gar nicht. Genau gleiches Feeling, aber auf einer Pizza. Also eine ganze, oh, das ist bestimmt zu aufdringlich, aber ein bisschen hier rein ist auf jeden Fall ein Geschmack, den ich so nirgendwo anders habe, außer ich esse halt Pesto bei irgendwas dran oder mit dazu. Auf dieser Pizza, ja, interessant. Jetzt gehen wir mal hier zur Scheibe, zur Peperoni-Scheibe. Schmeckt ein bisschen muffig, aber hat einen wurstigen Geschmack. Also ich habe schon schlechtere Peperoni-Wurst gegessen. Ich habe auch bessere Peperoni-Wurst gegessen für eine Tiefkühlpizza hier drauf. Ist das aber eigentlich in Ordnung? Muss ich sagen, es passt dazu. Es passt gerade zum Rest. Wir reißen das hier mal wieder so auseinander. Haben jetzt hier ein Randstück mit Paprika und nochmal mit einer Peperoni-Scheibe, Peperoni-Wurst. Und auch hier das Stück mit Rand, da war ja auch Paprika drauf, Grillpaprika, sehr weich, bisschen matschig, aber trotzdem schmeckt wie Paprika, wenn man so kennt. Nicht so übertrieben, aber man merkt's und es passt auch einfach zum Rest der Pizza. Die hat eigentlich so einen würzigen, besonderen Geschmack, da brauchst du nichts anderes mehr drauf. Also die finde ich auf jeden Fall besser als die Käse, den Cheese Mix. Obwohl, da habe ich meistens hohe Erwartungen und werde komplett enttäuscht. Diesmal hatte ich gleichwertige Erwartungen und bin sehr positiv überrascht, weil das echt eine besondere Pizza ist. Die tropft jetzt wieder Öl runter. Ich werde es trotzdem gleich nochmal mit dem Tabasco probieren. Aber erstmal noch einen fetten Biss hier ran, wo alles raustropft und runter suppt. Also gerade wenn du alles mit einmal isst, das passt wirklich mega gut zusammen, das kombiniert sich gut. Es ist sogar ein kleines bisschen scharf, bis jetzt habe ich die Schärfe eigentlich vermisst. Jetzt bei diesem großen Biss merkst du aber, dass das anfängt ein bisschen zu bitzeln, dass trotzdem auch Schärfe dabei ist. Also finde ich gut. Je mehr man davon isst, desto schlechter geht es einem wahrscheinlich, weil das halt alles so ölig ist und fettig. Aber erstmal ist es ein heftiger Geschmacksträger. Wir hauen uns jetzt hier nochmal das Tabasco drauf, einfach zum Test.
Nee, meine ich noch, ihr braucht wahrscheinlich gar keinen Tabasco dazu, aber das Tabasco stört auch gar nicht. Es heizt noch mal ein bisschen die Schärfe an. Dieser raurige Chipotle-Geschmack kommt aber gar nicht so durch, da der Geschmack von der Pizza sowieso schon so stark ist, dass du eigentlich nur merkst, dass es ein bisschen würziger wird, aber nicht großartig der Geschmack verändert wird. Und das finde ich gut. Das feiere ich. Pupsi hat ein Stück. Für Marie ist das bestimmt nichts. Ich habe jetzt hier noch zwei übrig. Die werde ich jetzt noch genießen. Und das ist auf jeden Fall mein Tipp. Wenn ich die Wahl hätte, also zwischen der Spicy Pepperoni Pizza und der Cheese Mix Halbzeit Pizza, dann würde ich auf jeden Fall die Spicy Pepperoni nehmen. Und das ist auch eine, die würde ich auch nochmal kaufen. Diese Woche im Netto. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.